Hallo, liebe Gemeinde, guten Morgen oder auch guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die uns als FEG Ludwigsburg vielleicht nicht kennen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Zwar nicht so wie normal, ja, aber trotzdem cool, dass es einfach solche Möglichkeiten gibt. Ihr dürft euch wieder auf einen spannenden Gottesdienst freuen, wo ihr viele verschiedene Gesichter seht. Auch an dieser Stelle schon mal danke an die, die alle mitgewirkt haben. Richtig cool, dass ihr euch einsetzt, dass ihr euch filmen lasst. Richtig schön. Und da danke an der Technik, die jetzt gerade in dieser Zeit echt viel zu tun hat. Voll cool, dass ihr das macht. Ja, genau. Ich möchte mit euch jetzt gern starten in den Gottesdienst, einfach mit einer stillen Zeit, mit einer Zeit, wo ihr ja in Ruhe vor Gott kommen könnt, wo ihr zur Ruhe kommen könnt, wo ihr beten dürft, ja, dass Gott euch ein offenes Ohr gibt, dass ja, er da ist, zu euch spricht, dass wir Konzentration haben, zuzuhören, dem, was gesagt wird. Ich möchte euch da einfach einladen, ja, auch wenn euch was beschäftigt oder bewegt, was euch jetzt gerade im Kopf noch rumschwirrt, legt doch das alles vor Gott hin. Genau, da möchte ich uns jetzt einfach Zeit geben dafür. Ja. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du die ganze verrückte Zeit kennst, in der wir gerade stecken. Du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir trotzdem den Kontakt zueinander nicht verlieren, dass wir trotzdem das Gefühl von Einheit haben und nicht verlieren. Und ich bitte dich, dass wir trotzdem auch viele ja, Begegnungspunkte haben mit Freunden, aber auch mit Leuten aus der Gemeinde, dass wir ja diese Zugehörigkeit zu dir einfach trotzdem spüren dürfen. Ich möchte dich jetzt vor den Gottesdienst bitten. Ich möchte dich ja bitten, dass du zu uns sprichst, durch die Predigt und durch alles andere. Ich möchte dich bitten, dass wir ja ein ruhiges Umfeld haben, wo wir aufnehmen können, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, mach unsere Ohren und unsere Herzen auf, ja, dass wir uns von dir formen lassen. Amen. Es soll heute ein bisschen darum gehen, wie wir uns beeinflussen lassen, beziehungsweise was unser Denken und unser Handeln beeinflusst, wenn wir Dinge wissen, die in der Zukunft liegen. Ihr dürft gespannt sein und danke Sammy und Paul, dass ihr mitgemacht habt und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr alles auf den Mond mitnehmen werdet. Hallo Sammy, hallo Paul. Wenn ihr wüsstet, ihr fliegt nächste Woche auf den Mond, was würdet ihr alles einpacken? Ich würde so eine Katze, einen Raumanzug für die Katze, dann Katzenfutter, ein Katzenklo, dann noch ein Katzennapf, Fressen für die Katze, dann für mich einen Raumanzug. Ich nehme mich mit, ich nehme meine Rakete, ein Space Shuttle und ein ganzes Team mit. Dann nehme ich noch Spielsachen, dann nehme ich noch einen Fernseher. Ganz, ganz viel Luft und dann noch Spiele. 1.000 Millionen Tonnen. Okay, und Paul, du? Ich würde 1.000 Tonnen CO2 mitnehmen. Ich würde 10 Space Shuttle, 10 Leute noch und dann 10 Raketen und dann noch 10 Fernseher, 10 Receiver, 10 Kabel,
10 PlayStation, 10 Controller. Okay, ich glaube, jetzt ist euer Raumschiff voll. Das könnt ihr leider nicht mehr mitnehmen. 10 Computer. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist ein besonderer Sonntag. Diese Predigt wird digital aufgezeichnet. Und sie ist auch nochmal besonders, auch für mich, weil etwas stattfindet, was noch nie möglich war vorher, ist, dass diese Predigt in der FEG in Ludwigsburg gehört wird und in der FEG in Zeven, die in Norddeutschland liegt. Von beiden Gemeinden wurde ich angefragt, an diesem Sonntag, dem 31. eine Predigt zu halten, dann dachte ich, das kriegen wir irgendwie hin. Ich freue mich, dass in zwei Gemeinden diese Predigt heute gesehen wird und ich bete, dass es ein Segen wird und möchte auch mit einem Gebet starten. Himmlischer Vater, danke, dass wir die Technik haben. Danke, dass in zwei Gemeinden Menschen sich versammeln vom Bildschirm oder auch in einer Präsenzanwesenheit. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich in die Predigt einsteige, die das Thema hat oder den Titel hat, vom Ende her denken, möchte ich ganz kurz, weil das auch erbeten wurde, nochmal ein paar Minuten was erzählen, was wir denn machen.
Wir sind ja, wie ihr wisst, bei der DMG angestellt, früher Deutsche Missionsgemeinschaft, heute DMG Interpersonal e.V. Das ist eine deutsche Mission, die ihren Sitz in Sinsheim hat, ungefähr 400 Mitarbeiter hat und viele davon weltweit in einem Missionsdienst stehen. So auch wir, Markus und Monika. Denke ich, hier sieht Monika besonders gut aus. Ich auch nicht schlecht. Also von daher das Bild von uns beiden. Und wir arbeiten und ich arbeite für SEAN. Jetzt sagen vielleicht die einen oder anderen oder denken, ja, wie läuft denn das? Die DMG ist unser Arbeitgeber hier in Deutschland. Für mich Markus. Monika ist nicht bei der DMG angestellt. Und die DMG leiten mich jetzt aus an SEAN International, eine Organisation, die im Bereich theologische Ausbildung arbeitet weltweit und ihren Sitz in England hat. Und immer wieder fragen uns Leute, oder ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, die ihr am Bildschirm seid, ja, was ist eigentlich SEAN? Sean, das Schaf? Nee, SEAN, was steckt dahinter? Welche Aufgaben hat eigentlich Markus als Direktor von dieser Organisation? Oder auch, was läuft da eigentlich auch aktuell gerade ab bei SEAN oder bei der DMG? Ah, der ein oder andere kriegt unseren Rundbrief und manche sagen, ach, ich würde eigentlich auch mehr erfahren. Wie kann ich denn den Rundbrief bekommen? Und naja, was hat eigentlich das, was der Markus macht, mit mir persönlich zu tun? Und wenn ihr Antworten auf diese Fragen wollt, die sich wirklich lohnen, eine Antwort zu suchen, dann, und das finde ich so genial, haben wir eine Website, die heißt völker.news, Markus und Monika Völker, einfach theologisch ausbilden. Dafür steht SEAN, das ist das, was wir machen. Wir wollen Menschen helfen, einfach Gottes Wort zu verstehen, theologisch tiefgehend und sie ausbilden für ihren Dienst in Gemeinden, weltweit, ob in Afrika, Asien oder in Südamerika oder Europa. Da sind wir involviert, da bin ich involviert. Und wenn ihr mal auf die Website geht, seht ihr auch, da gibt es vieles Aktuelles. SEAN-Kurse digital, früher Bücher, heute nur digital. Was geht vor sich? Erste Schritte in Japan. Oder, hey, wir haben oben in der Gemeinde in Zevern auch eine Gruppe, die sich trifft, die Persisch sprechend sind. Oder auch, es gibt Mongolen in Europa, die auch dieses Material, Studienmaterial benutzen. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, fühlt euch wirklich frei, reinzugucken bei völker.news und da mehr zu erfahren. Vom Ende her denken. Ich denke, in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Vom Ende her denken. Hier ein Bild unserer Kanzlerin. Zum 70. Geburtstag von Wolfgang Schäuble hat sie in einer Laudatio geschrieben: Respice finem. Selbst ich, die ich nicht Latein gelernt habe, habe mir das gemerkt. Alles vom Ende her denken. Also wenn man heute eine Entscheidung trifft, muss man aber wissen, was möchte ich eigentlich vom Ende her haben. Schwierig natürlich, wenn sich das Ende ständig verändert. Aber ich denke, da ist eine Wahrheit drin, die wir auch in der Bibel finden. Oder selbst der Verein Deutscher Ingenieur hat mal geschrieben, vom Ende her denken, Management von Großprojekten. Also wenn man sowas wie die Philharmonie in Hamburg bauen wollte, brauchte man erstmal einen Plan oder ein Modell. Wie soll denn diese Philharmonie aussehen? Weil nur wenn man weiß, wie es aussehen sollte, vom Ende her, dann weiß man auch, an was man arbeitet. Auch wenn es länger gedauert hat und ein bisschen teurer war. Oder Wolf-Dieter Kretschmer schreibt, arbeitet für den ERF und ist auch sowas wie ein Life-Coach, der Leute berät. Er sagt, vom Ende her denken sorgt für Klarheit im Kopf und im Handeln. Wie von allem und nahezu mühelos sortiert sich Unwichtiges von Wesentlichem, schreibt er. Wenn man ergebniskommend denkt und handelt. Die Klarheit, die diese Perspektive mit sich bringt, bewahrt einen auch vor manchen Umweg.
vom Ende her denken und handeln, weil es für Klarheit im Kopf und im Handeln sorgt. Und wir leben in einer Zeit, wo so vieles unklar ist, wo Leute irritiert sind. Wie geht's weiter? Was machen wir? Was sollen wir machen? Was sollen wir nicht machen? Ist es, denke ich, wichtig, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen und sagen, okay, in der Bibel finden wir auch Verse in Offenbarung 21, 1 bis 8, die ich jetzt lesen möchte, die uns da helfen wollen, vom Ende her denkend unser Leben heute zu gestalten und auch mitzubekommen und auch zu lernen, was Gott uns zu sagen hat. Ich möchte diese Verse lesen aus Offenbarung 21, 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie einer für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Vers 7, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil an dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Wenn wir diesen Text betrachten, dann sind hier zwei Protagonisten. Da ist zum einen Johannes und auf der anderen Seite, da ist Gott. Und lasst uns erstmal diese Vision von Johannes genauer betrachten. Weil Gott nimmt diese Vision, die er ihm gegeben hat, auf anschließend und vertieft es nochmal. Da ist eine Vision des Johannes. Was sieht er? Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sieht, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer existiert nicht mehr. Die heilige Stadt kommt vom Himmel herab. Gott wohnt bei den Menschen. Der Tod existiert nicht mehr. Frühere Dinge sind vergangen und Gott schafft alles neu. Und ihr seht hier schon, dass ich die einzelnen Verse mit Buchstaben markiert habe und auch etwas eingerückt habe. Weil hier ist auch so ein literarisches Filetstück, das uns da in der Bibel begegnet. Lass uns da nochmal genauer hingucken. Wir sehen hier, dass im Zentrum, im Vers 2 und 3 und 4, etwas ganz Zentrales steht. Die heilige Stadt kommt vom Himmel, Gott wohnt bei den Menschen. Gott wird irgendwann bei uns Menschen leben. In einer Stadt, die er kreiert hat. Und deswegen sehen wir, wenn wir dann weiter nach außen uns arbeiten, und es wiederholt sich, und das ist ein schöner literarischer Stil, der da eingesetzt ist, das Meer existiert nicht mehr. Der Tod existiert nicht mehr. Der erste Himmel und die Erde und Meere sind vergangen im grünen Bereich. Die früheren Dinge sind vergangen. Und ein neuer Himmel und die neue Erde und Gott schafft alles neu. Im Zentrum wird, wenn Gott wiedergekommen ist, sein Reich aufgebaut hat, in diesem Zentrum ist er und er allein. Und deswegen werden Dinge, die heute noch um uns her sind oder auch diese Welt, werden vergehen. Gott im Zentrum unseres Lebens.
Vom Ende her denken sorgt für Klarheit im Kopf und im Handeln. Darum geht's in dieser Predigt. Wenn wir wissen, dass Gott eines Tages unter uns leben wird und eine neue Erde geschaffen hat, ich glaube, dann können wir besser mit den Dingen umgehen, die uns heute beschäftigen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Weil hier kommt der zweite Protagonist. Gott spricht. Gott spricht, ich mache alles neu. Vers 5. Gott spricht, ich sage die Wahrheit. Er sagt auch, hey, alle, die jetzt zuhört, hey Markus, ich habe alles unter Kontrolle. Und vergiss nicht, ich bin Gott. Und ich versorge dich. Ich habe dich adoptiert und ich bin gerecht. Lass uns die Verse ein bisschen noch vertiefend betrachten. Gott spricht, ich mache alles neu. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott nimmt das auf, was er hat Johannes sehen lassen in dieser Vision. Er sitzt auf dem Thron und sagt, ich mache alles neu. Und wir müssen eines verstehen, dass in der Offenbarung sehr viel Bezug aufs Alte Testament genommen wird. In Jesaja 43, 19 wird auch davon gesprochen, dass Gott irgendwann alles neu machen wird. Diese Prophezeiung wird sich noch erfüllen. Es ist auch schön zu sehen im Neuen Testament, dass Gott alles neu macht, wird er auch deutlich in 2. Korinther 5, 17. Alle, die an Christus glauben, sind eine neue Schöpfung. Jemand, der eine lebendige, eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus, der am Kreuz für ihn gestorben ist, der seine Sünden vergeben hat, der mit diesem Gott eine persönliche Beziehung hat, ist eine neue Schöpfung. Wie ermutigend ist das denn? Gott spricht, ich mache alles neu. Und Gott spricht auch, und ich denke, das ist auch wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Gott spricht, ich sage die Wahrheit. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss, die sind zuverlässig, treu und wahrhaftig. Und schon zur damaligen Zeit war Gott klar, hey, Johannes, dem muss es klar gemacht werden, hey, wenn ich was sage, das stimmt. Auch für uns ist es heute wichtig zu verstehen, wenn Gott sagt in seinem Wort, das ist Wahrheit, dann ist es unumstößlich. Dann brauchen wir da nicht groß argumentieren, weil Gott spricht. Und es ist nicht so, dass es ein Gott ist, der uns dadurch unterdrücken möchte. Ganz im Gegenteil, er möchte uns frei machen, dass wir eben nicht von anderen sogenannten Wahrheiten uns verführen lassen oder uns unterdrücken lassen. Er ist zuverlässig und das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, das ist wahrhaftig, das ist gewiss und Gott steht dazu. Das finde ich wahnsinnig ermutigend. In einer Welt, wo Wahrheitsfindung nicht mehr einfach ist. Was ist wahr bei so viel Fake News? Die Bibel ist wahr und sie bleibt wahr, weil Gott die Wahrheit ist. Gott sagt auch, hey, alle, die jetzt zuhört, alle, die ihr mein Wort lest, ich habe alles unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Scheint mir manchmal nicht so, wenn ich die Nachrichten angucke oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die auch ihre Ängste kommunizieren. Wie geht's weiter? Was ist? Was wird? Gott hat alles unter Kontrolle. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Das, was Gott angekündigt hat, zum Beispiel auch Jesus in Matthäus 24, wo er uns auch einen Teil seines Planes offenbart hat. Es ist geschehen. Wir lesen das vom Ende her, müssen wir das betrachten. Weil wenn das mal stattfindet, dass der neue Himmel und die neue Erde da ist, dann ist das eingetreten, auf was wir jetzt noch warten.
Und es ist interessant, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Das finden wir auch noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Und zwar in Johannes 19, wo Jesus am Kreuz, ja, gekreuzigt, am Kreuz diese Worte sagt, es ist vollbracht. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat dein Leben unter Kontrolle, mein Leben unter Kontrolle. Und da kann auch ein Virus nichts ändern. Da kann auch deine persönliche Lebenssituation nichts ändern. Und das finde ich ermutigend. Gott hat am Kreuz alles für dich vollbracht. Und wenn wir vom Ende her denken, können wir auch hier sehen und vertrauen, er hat die Kontrolle und er wird auch am Ende wird das geschehen, was er vorausgesagt hat. Aber Gott spricht noch weiter. Er sagt, hey, vergesst nicht, ich bin Gott. Und dann sagt er, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang, der Ursprung und das Ende, das Ziel. Ich bin Gott. Dieses Alpha und Omega ist ja diese göttliche Bezeichnung, dass ohne ihn nichts ist und auch ohne ihn nichts entstanden wäre. Es ist eine Beschreibung dieses total souveränen Gottes. Es ist wie so eine Klammer, dieser Anfang und Ende, Ursprung, Schöpfung und das Ziel, wenn er wiederkommt und eine neue Welt schafft. Gott regiert alles. Er regiert die Regierungen. Er regiert hoffentlich auch dein Leben. Weil wenn er Herr deines Lebens ist, und du weißt, er hat alles unter Kontrolle, dann kannst du auch ruhig werden, auch unabhängig von den Umständen, die um uns her sind. Gott ist Gott. Und es geht er noch weiter, weil er weiß, Gott, theoretisch kann ich das schon verstanden haben, aber es muss ja auch irgendwie praktisch werden. Deswegen sagt er, hey, ich versorge dich. Du bist mir nicht gleichgültig. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und auch hier wieder einen Bezug zu Jesaja im Alten Testament, zu Johannes 7. Ich bin das Wasser. Gott ist das Wasser, der Leben umsonst gibt. Und selbst das finden wir nochmal im letzten Kapitel der Offenbarung, auch wieder so wie eine Klammer, hey, ich kümmere mich um dich. Und es ist ein Geschenk an uns, dass Gott uns versorgt, dass er diese Quelle ist, die geistliche Quelle, aber auch die Quelle, die uns mit dem versorgt, was wir tagtäglich brauchen. Jesus, Gott, nimmt dich ernst. Er möchte dein Versorger sein. Und hier in diesen Versen finden wir auch in Vers 7 den Hinweis, hey, du bist mein Kind. Ich habe dich adoptiert. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Wow, was für ein Vorrecht. Was wird denn überwunden? Angst, Tod, Trauer, Leid. All das wird es irgendwann mal nicht mehr geben. Er nimmt uns in eine Vater-Kind-Beziehung. Und da geht es jetzt nicht um die Beziehung deines leiblichen Vaters, was vielleicht Schrott war und nicht gut war. Das ist ein anderer Vater, der hier ist. Gott ist ganz anders. Gott ist der, der uns wirklich Vater sein möchte. Und Gott möchte uns auch die Adoption, wenn wir seine Kinder sind, in dieses Vater, Sohn, Heilige Geist mit hineinnehmen. Wir dürfen Weinstock, Rebe, ja, Johannes 15, wo es beschrieben wird, bleibt in mir, sagt Jesus, dann habt ihr eine Beziehung mit mir und ich habe eine Beziehung mit meinem Vater und dem Heiligen Geist. Was für ein Vorrecht, was für eine Aufwertung unserer Persönlichkeit. Du bist adoptiert, du bist Teil dieses Dreieinen Gottes. Wow, das ist ein Riesengeschenk, das Gott uns geben möchte. Und ich finde, diese Verse sind wahnsinnig ermutigend. Und gleichzeitig müssen wir auch uns klar machen, die Liebe Gottes, da gibt es auch eine Grenze. Weil er sagt auch in Vers 8, ich bin gerecht.
Ja, die Liebe Gottes ist nicht so ein Larifari, einfach die Liebe über alles, sondern da steht auch in diesem Vers 8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und hier nimmt Gott am Ende der Zeit nochmal, ja, führt uns die Gebote, die er uns gegeben hat, vor Augen. Und er sagt eben, und deswegen ist er so gerecht, Leute, die ihr Leben lang ungläubig waren, Leute, die böse Dinge getan haben, sich von ihm abgewendet haben, die Menschen ausgebeutet haben, die missbraucht haben, die unterdrückt haben, ob wirtschaftliche Ausbeutung oder Sklavenhandel, der weltweit auch immer noch da ist, diese Menschen werden ihre gerechte Strafe auch bekommen. Und deswegen, wenn Gott wiederkommt und alle vor ihm stehen, wird er gerecht richten. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Und die, die wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen, die wir eingesehen haben, hey, Gott, ich brauche dich wirklich, auch ich habe einen Hang zum Ausbeuten, auch ich habe einen Hang zu sündigen. Ich durfte mein Leben ihm geben. Und wenn du vielleicht sagst jetzt an diesem Punkt, Mensch, irgendwie ist meine Beziehung mit diesem Gott noch nicht im richtigen Lot, dann sprich mit jemandem drüber. Ruf einen Freund an, wo du weißt, der kann dir weiterhelfen. Ruf deinen Pastor an, ja, und bitte um ein Gespräch. Gott liebt dich so sehr, aber er ist auch gerecht. Und an einem Tag wird er auch, diese Gerechtigkeit wird für alle sichtbar werden. Und das finde ich eine gute und wahnsinnig erfreuliche Nachricht. Weil wenn wir vom Ende her denken, dass wir diesen gerechten Gott haben, diesen fürsorglichen Gott, Gott, der uns adoptiert, der sagt, hey, ich sage die Wahrheit. Wenn wir das jetzt hier vom Ende her sehen, dass das stattfinden wird, dass Gott uns zugesagt hat, so bin ich und so wird es auch geschehen, dann darf ich, denke ich, auch das heute anders leben. Nochmal zusammengefasst, Gott spricht. Und hier nochmal, dieser Gott, der gesprochen hat und aus nichts Materie wurde und diese Welt. Und da glaube ich tatsächlich dran. Dieser Gott spricht hier auch zu uns. Und er sagt, ich mache alles neu. Ich sage die Wahrheit, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin dein Gott, ich versorge dich, ich habe dich adoptiert und ich bin gerecht. Diesem Gott dürfen wir vertrauen, auch für das Heute, weil wir wissen, er wird das, was er versprochen hat, auf jeden Fall einhalten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag, Gott befohlen. Amen. Thank you.
Wir wissen, was uns als Christen erwartet, wie unsere Zukunft aussieht. Lasst uns doch von diesem Gedanken geprägt sein und geprägt leben. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen anzukündigen, weiter zu sagen. Es wird ein Alpha-Kurs stattfinden, der startet am 17.02. Da findet ihr Infos und die Anmeldung unter www.alphakurs-lb.de. Und es wird so sein, dass ihr eine Person zu euch nach Hause einladen könnt, ihr ein Video gemeinsam anschauen werdet von einer halben Stunde. Und anschließend wird es ein Zoom-Meeting geben mit anderen Teilnehmern aus dem Landkreis, wo ihr mit dem Referenten sprechen und diskutieren könnt. Dann nächsten Sonntag, wie gewohnt, online. Es wird aber eine Predigtreihe starten. Da hatte Clemens mir schon ein paar Infos gegeben, und zwar soll es um die Identität gehen. Können wir Gott nahe kommen? Wie können wir ihm begegnen? Und wie erhalten wir unsere Identität aus der Begegnung mit Gott? Seid dabei und seid gespannt. Anschließend an den Gottesdienst wird es wieder das Kirchencafé geben auf Zoom. Da findet ihr den Link unter dem Video oder auch in der Einladung für den heutigen Gottesdienst. Da herzliche Einladung dazu, und ich hoffe, ihr habt auch schon genau die Kaffeemaschine warm und könnt dann eure Tasse schnappen und mit dabei sein. Ja, jetzt wird es noch einen kleinen Abspann geben. Und zwar, was richtig cool ist, der Clemens hat gedacht, wenn die Leute gerade nicht in die Kirche kommen können, dann kommt halt die Kirche zu den Leuten. Also, Clemens. Richtig cool, ihr dürft gespannt sein, wer alles besucht wurde. Und dann wartet noch ein Segen auf euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und möchte euch noch eine Challenge mit auf den Weg geben. Ruf doch in der nächsten Woche mal irgendjemand aus der Gemeinde an oder schreibt eine E-Mail oder eine WhatsApp. Ich möchte euch ermutigen, erkundigt euch doch nach irgendjemandem aus der Gemeinde. Hallo, ich bin hier bei Fred und bei Regina zu Besuch in Remseck. Wir haben uns gerade unterhalten über unsere internationalen Mitarbeiter als Gemeinde. Wir sind ja sehr breit aufgestellt, haben viele Kontakte in andere Länder, Leute, die dort unterwegs sind für Jesus. Und wir haben uns als Gemeindeleitung gesagt, wir möchten gern diesen Bereich noch mehr stärken, möchten das noch mehr mit der Gesamtgemeinde vernetzen und haben Fred und Regina gefragt, ob sie diesen Bereich koordinieren können, ob sie das stärken können, dass wir als Gemeinde da noch mehr dranbleiben an unseren ausländischen Mitarbeitern. Ich gebe mal an die beiden weiter. Hallo, von uns, Fred und Regina. Ist schön, euch zu sehen, auch in dieser Corona-Zeiten per Video. Wir waren auf der anderen Seite zu sagen. Wir waren langjährig im Ausland, in Zentralasien, Tadschikistan, Usbekistan. Und ja, wir wissen aus der Erfahrung, wie das ist, wenn man einen Brief oder ein Päckle durch die Post bekommt, wie man sich freut. Oder wie man ein einfaches Wort oder Telefongespräch hat zur Ermutigung. Das kann sehr stark sein. Und so halt von der Seite. Wir sind auch jetzt froh, hier bei euch zu sein in Ludwigsburg, mit euch den Weg zu gehen, halt in der FEG. Und ja, wie Clemens sagte, wir möchten zusammenarbeiten, eure tolle Ideen hören und ja, wie wir halt unsere Missionare oder internationale Mitarbeiter besser unterstützen können. Ja, das ist toll, dass die FEG Ludwigsburg so viele Kontakte hat und dass einzelne von euch da ganz stark vernetzt sind und diese Kontakte haben. Das finden wir echt super, und wir würden gerne euch weiter unterstützen und diesen Bereich fördern. Was wir auch überlegen ist, wie kann man das Thema auch für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde irgendwie schmackhaft machen, dass sie auch so ein Herz für die Welt bekommen, und wir freuen uns auf gemeinsame Ideen und Dinge, die wir vielleicht gemeinsam verwirklichen können als Gemeinde. Ja, also merkt euch bitte die zwei Gesichter, wenn euch Mission auf dem Herzen ist, wenn ihr ans Ausland denkt, an Projekte und Leute,
dann sind hier die richtigen Ansprechpartner und wir sind mal gespannt, wie wir da jetzt auch nach der Corona-Zeit wieder unsere Kontakte noch mehr und besser pflegen können und unsere Leute da draußen unterstützen können. So, mal gespannt, wo wir jetzt hier sind. Ich klingel mal. Hallo. Hey, hallo Andrea und Johanna. Wie geht's denn euch? Lang nicht mehr gesehen. Wie geht's uns? Überraschungsbesuch. Ja, schön, schön dich zu sehen. Wie geht's uns? Mir fehlen ganz viele Dinge. So geht's uns und ich kämpfe mit Homeoffice und Bürotätigkeit und mir fehlen ja so das gemeinsame Lobpreisen in unserer Gemeinde und mir fehlt das Schwimmen ganz arg, wo ich einfach immer wieder Kraft geschöpft habe. So geht's mir auf dieser Seite. Ja, mir fehlen auch die Freunde und so, aber an sich geht's mir ganz gut und wir waren auch sehr froh, dass ich eine Studentin, die ist da, während die Mama arbeitet, und das war schon ein Gebetsanliegen für sie und es macht auch Spaß mit ihr und so. Cool, hey. Bin ich etwas entlastet in der Arbeit. Ja, danke, dass ihr euch so spontan besuchen konnte. Dann ziehe ich mal weiter und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss, nehmt Grüße mit. Hallo Conny. Hallo. Hey, schön dich zu sehen. Schön. Schön mal bei dir zu sein. Wie geht's denn dir? Na ja, wie es einem so geht in dieser Zeit. Bleib mal hier so an der Tür stehen, oder? Ja, okay. Von wegen des Abstandes. Gut. Ja, wie geht es mir? Die Situation nervt mich natürlich, wie viele wahrscheinlich gerade jetzt. Und in dieser dunklen Jahreszeit ist es für mich natürlich besonders schwierig, weil all das, was ich sonst jetzt gerne machen würde, wie Wellness oder ein bisschen in die Sonne oder eben mich mit Freunden zum Essen treffen, geht gerade nicht. Aber was geht? Ich habe meinen Job, ich kann ihn auch ausführen, ich habe eine schöne Wohnung und ich habe nette Menschen, mit denen ich abends auch viel telefonieren kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das mache ich mir auch jeden Tag bewusst, wenn dann in mir eigentlich der Gedanke, die negativen Gedanken auftauchen. Und insofern denke ich, jupp, jammern auf hohem Niveau. Gott schenkt mir so viel, dass ich dafür wirklich dankbar sein kann und das möchte ich auch gerne sein und auch weitergeben. Und das Wissen, dass er mich trotzdem hält, obwohl manches doch sehr fragwürdig aussieht in dieser Situation, das finde ich ganz toll. Und dann bekomme ich jeden Tag die Losungen auf mein Handy. Mhm. Und die sind mir echt wichtig. Und ich gucke morgens immer gleich, was nachts die Losung dann da geschickt hat. Die Herrnhuter-Losung wohlgemerkt. Und da sind oft sehr schöne Verse bei, die jetzt genau in diese Zeit sprechen. Und dann denke ich immer, boah, Gott wirkt auch eben durch solche Dinge und gibt einfach Zuspruch und mir immer wieder Mut. Und dann kann ich nur sagen, die kann man buchen, die sind kostenlos, die kann man aufs Handy kriegen, jede Nacht kurz nach 12:30 treffen die ein. Und das finde ich jetzt besonders wertvoll. Ich habe sie schon seit 2014 auf dem Handy und lese die regelmäßig. Und da ist mir jetzt ein Vers ganz bewusst gewesen, den ich einfach weitergeben möchte an euch. Und zwar aus Jakobus 1, das ist ein Lehrtext vom 27. Januar, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und ohne Vorwurf, so wird sie ihm gegeben werden. Und ich finde, die Weisheit, Gott um die Weisheit zu bitten, das ist jetzt was ganz Wichtiges. Für uns selber, für unsere Mitmenschen, für unsere Gemeindeleitung, für unsere Gemeinden überhaupt, für die Christen in diesem Land und aber auch ganz besonders für unsere Regierungen. Weil ich möchte mit keinem Entscheider jetzt auf den oberen Etagen tauschen. Und ich denke, da für Weisheit zu beten jeden Tag und zu sagen, Herr, sage du mir und zeige du mir, was jetzt dran ist, das finde ich ganz wichtig. Super, vielen Dank, Conny. Dann ziehe ich mal weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Also, tschüss. Tschüss. So, mal schauen, ob hier jemand zu Hause ist. Wer wohnt denn wohl hier? Aha. Ach, hallo, Claire. Hallo, Uli. Das ist so nett. Hey, schön dich zu sehen. Ja. Cool, hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Oh ja. Uns geht es eigentlich ganz gut. Corona nervt, aber bei uns ist es ja immer noch auf hohem Niveau, weil wir haben beide unsere Arbeit und wenige Einschränkungen und unseren geregelten Alltag im Vergleich zu anderen. Okay. Geht es uns da eigentlich ganz gut. Ja, gibt es etwas, was euch irgendwie besonders nervt oder belastet?
Also was ich gerade anstrengend finde, ist den Unterricht, die Schüler bei der Stange zu behalten. Wir merken das, oder ja, meine Kollegen und ich, wir merken, dass immer mehr Schüler aus dem Online-Unterricht verschwinden. Und auch so allgemein Leute, die alleine sind, die Einsamkeit, das ist schon schwierig. Kriegst du auch bei meiner Mutter mit, die alleine lebt. Die ist anstrengend und es macht was mit der Psyche von den Leuten und vielen fehlt auch so ein bisschen die Perspektive gerade fürs Leben. Und da ist schon die Frage, wie lange geht das noch, wann hört das auf? Gibt es das, was dir Mut macht oder ein guter Ausblick? Also was wirklich in letzter Zeit oder schon länger eigentlich toll ist, finde ich, sind ganz viele so 1:1 Begegnungen. Die habe ich eigentlich viel mehr als früher. Früher haben wir uns oft immer mehr so in Gruppen getroffen. Ich habe zum Beispiel auch aus der Gemeinde eine Gebetsgruppe. Seit März treffen wir uns mit einigen Frauen jeden Montagabend, wenn es klappt, und beten für ein ehemaliges Gemeindemitglied, die sehr krank ist. Und manchmal sind wir auch nur zu zweit und dann spricht man natürlich auch persönlich, wie es einem so geht. Und da sind wirklich gute Kontakte, das macht mir Spaß. Und auch so mit Freundinnen, man nimmt sich mehr Zeit, so persönlich zu sprechen, als einfach nur Smalltalk zu führen. Das ist was ich gerade richtig gut finde und was ich auch hoffe, dass es uns erhalten bleibt. Also wenn Corona mal vielleicht irgendwann unseren Alltag nicht mehr so bestimmt. Ja, cool. Hey, vielen Dank für deinen kurzen Einblick. Dann ziehe ich mal weiter und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, tschüss, macht's gut und klasse, dass du vorbeigekommen bist. Ciao. Ciao. So, wo sind wir denn hier? Mal gucken, ob hier jemand da ist. Wer hat die Tür schon wieder erkannt? Wer könnte denn hier wohnen? Ah, hallo Maria. Schön, ja, dich zu hallo. Sehen. Guten Tag. Ja, Überraschungsbesuch, gell? Das ist aber nett. Ja, ich wollte mal kurz Hallo sagen, wollte einfach mal auch mal fragen, wie es dir geht. Und mach gleich ein kleines Video daraus, ist okay? Ja, bin dabei. Ja, wie geht's denn dir? Oh, mir, mir geht's soweit gut. Bin froh, dass Wochenende ist, weil es ist immer einiges los mit Corona und dann wöchentlich wechselt die Notgruppe und da musst du erstmal mitdenken und so, ja. Ja, deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt Wochenende habe. Und gibt es irgendwas jetzt in dieser Zeit, was dich besonders belastet? Wie geht es dir damit? Was mich so ein bisschen stört und belastet ist, dass man natürlich weniger Kontakte hat. Ich bin ja so ein lebendiger Mensch und will immer unter Freunden sein und so. Deswegen das vermisse ich schon, dass ich auch nicht mit Freunden ins Kino kann oder auch alleine ins Hallenbad oder so. Also so Sachen fehlen mir. Ja, verstehe ich, ja. Gibt es irgendwas, was dir irgendwo Mut macht oder hast irgendwas erlebt, was du besonders gut findest? Also mir ist aufgefallen, jetzt in der Corona-Zeit habe ich irgendwie, das ist mir erst neulich aufgefallen, viel mehr Zeit so irgendwie für Stille, für Musik hören morgens beim Frühstück, ERF. Und ich habe jetzt auch so eine kleine Gewohnheit mir angewöhnt, dass ich nach der Arbeit immer so 20 Minuten hinlege und so Entspannung mache. Dann lese ich im Andachtsbuch und gehe so den Gedanken nach und dass ich auch einfach auch auf andere Gedanken komme, weil der Alltag beschäftigt, der Berufsalltag beschäftigt einen ja immer. Und das habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich immer so geistig was mache irgendwie. Cool. Hey, vielen Dank für den kurzen Einblick, kurz von dir gehört zu haben. Dann ziehe ich mal weiter und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Maria. Ciao. Das ist echt lustig. Hier ist immer sogar herzlich willkommen. Wer kennt diese Tür? Wer könnte dahinter sein? Hey, hallo Matthias. Clemens, das ist ja eine Überraschung. Das habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich bin einfach mal unterwegs und guck mal vorbei. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, cool. Schön, euch zu sehen. Hey, wie geht's denn euch? Erzähl mal. Ach ja, das ist ein Problem. Ich würde jetzt sagen, geht uns gut, aber das wäre gelogen. Und ich könnte auch sagen, nee, geht uns nicht gut, aber dann würde ich ein Fass aufmachen. Und jammern will man ja auch nicht. Also es ist eine Fangfrage, wie geht's dir? Ja, cool. Ja, aber ja, ich musste mich erinnern, als ich einst im tibetischen Hochland war, pilgern, da traf ich einen muslimischen Sufi und der gab mir für diese schwierigen Zeiten eine kleine Truhe und ich habe mir vorgenommen, heute mache ich diese Truhe auf mit dir zusammen. Wow, krass. Jetzt bin ich mal gespannt hier. So. Und dann schauen wir mal. Aha, ist nur ein Zettel drin. Aha. Komisch.
steht da wohl. Stimmt, eine ganz große Weisheit. Eine große Weisheit, Ermutigung für die schwerste Zeit meines Lebens. Okay. Auch dies wird vorübergehen. Wow, Hammer. Diese Tiefe, diese Weisheit. Ich bin begeistert. Auch dies wird vorübergehen. Ja, aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich etwas, was mich ermutigt in so einer Zeit. Okay. Auch dies wird vorübergehen. Muss man sich dann auch in den guten Zeiten wieder sagen, auch dies wird vorübergehen. Ja, aber fürs Erste. Ja, cool. Hey, vielen Dank. Cool, dass ich mal vorbeigucken konnte. Und dann ziehe ich einfach mal weiter und nehme mal Grüße mit. Alles klar. Mach Ciao. Das. Ciao, Clemens. Hey, hallo. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Familie Mai, sehr cool. Wie geht's denn euch? Gut. Ja? Erzählt mal, was macht ihr denn so? Online-Unterricht. Oh ja. Und Nachmittag spielen wir dann. Ah, cool. Alle zusammen? Ich langweile mich fast nie, weil ich an einem Schlangenlexikon arbeite. Cool. Ich habe ein Eulenheft gemacht. Ja, cool. Ja, uns geht's eigentlich ziemlich gut. Gerade bei mir auf der Arbeit, ich habe noch keinen Lagerkoller, gehe nach wie vor arbeiten. Als Familie geht es uns gut. Was ich vermisse, ist einfach die Gemeinschaft und die Leute im Gottesdienst sehen. Also Präsenzgottesdienst fehlt mir schon extrem. Da freue ich mich einfach drauf, alle wieder zu sehen. Ja, ich bin echt froh, dass ich dieses Jahr sowieso noch mit der Hanna zu Hause gewesen wäre. Sonst wäre es, glaube ich, echt happig geworden, das abzufangen. Aber so ist es für die Situation, wie sie ist, vergleichsweise okay. Uns geht es als Familie gut und was ich am meisten vermisse, ist einfach mal wieder unbefangen Leute treffen können und sich mit anderen treffen und einfach zusammen Spaß haben, ohne immer diese Distanz. Ja, cool. Hey, danke für euren kurzen Einblick. Ich wünsche mir, dass ich wieder in die Schule kann. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hey, schön, dass ich mal kurz bei euch vorbeigucken durfte. Ja, cool, dass du da warst. Schön, dass du Mach's da gut warst. Und bis Grüße. Sonntag vielleicht bei YouTube. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.